So, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Das machen wir jetzt ganz spontan, haben wir gerade vor einer Minute entschieden. Und heute sind wir beim Gärheu machen, zweiter Schnitt. Es hat leider gestern ganz ein bisschen geregnet, heute ist wieder Gewitter angesagt. Und dementsprechend, man sieht ja auch hier, wie das Wetter ausschaut. Dementsprechend machen wir jetzt Gärheu. War im Schnelldurchgang, weil das Wetter ist auch schon fast auf dem Anmarsch. Also, vorne Schwader, hinten Presse. Mein Vater kommt mit dem zweiten Johnny, mit dem großen, bringt die Ballen direkt zum Lagerplatz. Und der Mohammed, unser Mitarbeiter, wickelt die und stellt sie gleich dahin. Also alles in einen Zug. Und dann sind die Ballen verräumt, da wo wir sie auch brauchen. Und wie wir das machen, das seht ihr jetzt. Viele haben mich gefragt, wie das funktioniert mit vorne Schwader, hinten Presse. Also, das Ganze funktioniert sehr gut. Wichtig ist, man muss mehr oder weniger immer geradeaus fahren. Also man kann leichte Kurven machen, aber wenn man zu viele Kurven macht, dann macht der Schwader praktisch vorne den Schwad und die Presse hinten, bei der Presse geht er dann hinten vorbei praktisch. Deswegen, wir haben jetzt hier, wie ihr sehen könnt, zuerst mit dem Einkreisel-Schwader einmal außenrum oder zweimal außenrum, damit ich genug Platz habe zum Wenden. Und dann ist es logisch, jetzt am Anfang mache ich mir überall noch ein bisschen Platz. Und danach schaue ich einfach die Wiese so einzuteilen, weil die ist auch hier ziemlich unregelmäßig, es sind Bäume drin und so weiter, es sind ungefähr 4 Hektar. Danach teile ich mir die Wiese einfach so ein, dass ich möglichst immer irgendwie gerade fahren kann. Und dann funktioniert das tadellos. Mein Frontschwader ist sehr kurz. Dementsprechend ist man auch wendig, Sauberkeit, Futterverschmutzung sowieso top beim Kammschwader, weil er viel weniger Dreck mit ins Futter bringt. Und ja, und ganz wichtig auch noch bei dem Schwader, der läuft jetzt mit der Hydraulik vom Traktor. Da gibt es ja auch einen separaten Ölhaushalt, das haben wir alles abmontiert, weil ich bei dem Traktor hier die Ölmenge genau regulieren kann. Und das ist auch wichtig, weil man so genau einstellen kann. Nach Gegebenheiten, wenn du leichtes Futter hast, musst du die Geschwindigkeit zurücktun, weil sonst fliegst du ran. Ein schweres Futter hast, ein bisschen rauf und das kann man hier dann wunderbar alles von der Traktorkabine aus einstellen und dann passt es auch. So, jetzt haben wir fertig. Gut 1,5 Stunden, 4 Hektar, Schwaden und Pressen gleichzeitig. Hier Mohammed und mein Vater verräumen noch die letzten Ballen jetzt. Und in den umliegenden Wiesen machen wir das jetzt immer genau so, dass wir die Ballen immer nicht gewickelt hierher auf den Lagerplatz bringen, sie hier einwickeln und dann direkt aufstocken. Und dann ist in einem Zug eigentlich alles verräumt und man muss nicht im Nachgang noch irgendwo Ballen zusammensuchen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, folgt mir, dann zeige ich euch hin und wieder mal, was ich auf meinem Betrieb mache. Aber ich stelle auch oft andere Betriebe vor, was die Agri Academy macht. Wir sehen uns also im nächsten Video. Jetzt fängt es an zu regnen. Perfektes Timing, würde ich sagen.